Guck, jetzt hilft der letzte. Mann, Arthur, hör auf jetzt! Bianca ungeschminkt, Teil 1. Bianca, ich habe eine Frage an Sie. Wie fühlen Sie sich in Ihrem Gemütszustand, wenn Sie so scheiße aussehen? Ja, darf ich die Frage für Sie beantworten? Ich würde mal sagen, gut. Ja. Ja. Bianca, wenn Sie wer anders sein könnten, wer würden Sie gerne sein? Ich möchte diese Frage auch beantworten. Ja. Für Bianca, Michael Jackson. Ja. Das könnte sein, ja. Bianca, viele haben uns angerufen und meinten, sie würden ein Kind erwarten. Ist da an diesem Gerücht etwas Wahres dran? Nein. Wie wär's denn mit Beruf? Sehen Sie eine berufliche Aufstiegschance in Ihrem Maskenbildnerei? Ja, man sieht sie hier verzweifelt. Nicht wahr? Ein trauriges Bild. Bianca, kommen wir nochmal zurück zu ihrem Tourette-Syndrom. Ja? Sie haben uns auf der Bühne gezeigt, dass Sie gewisse Zuckungen bezüglich des Genickes haben. Haben Sie vorne eine ärztliche Behandlung bzw. Therapie einzugehen? Nein. Sie antwortete mit Nein. Mann, aber sag doch mal was. Paul? Sag was. Ja, Sie, Herr Dr. Paul, bitte beantworten Sie uns die Frage, ist korrekt. Ist denn diese gewisse Bianca imstande, diese Krankheit zu überwinden? Was sagen Sie dazu als fachlicher, in diesem Bereich fachliche Fachkraft, wenn ich mal so sagen darf? Ich weiß es nicht. Sie wissen es nicht. Man sieht auch schon, er ist stark verzweifelt. Ja gut, wir wünschen natürlich dieser jungen Frau alles Gute, auch in ihrer beruflichen Karriere. Ja. Die meisten würden sich jetzt wahrscheinlich fragen, tut nicht so. Das ist natürlich unglaublich witzig, weil wir das ja nicht so tun, sondern weil es so ist. Ich denke einfach mal, dass sie eine gewisse Zeit braucht und weiter bei ihm in Behandlung und Therapie geht. Bei Herrn Dr. Paul. Genau, bei Herrn Dr. Paul, der Tourette-Experte. Ja, richtig. Wir sehen hier wieder ein kleines Phantom. Sie denkt, sie wäre von irgendwelchen Milben besessen und streichelt sich quer über den Kopf und quer über den Körper. Das ist ein typisches Symptom, ja. Ja, selbst der Herr Dr. Paul findet das witzig. Das finde ich äußerst amüsant. Ja, und auch diese Nikotinsucht in according to dieser Embryonalstellung, ja, da merkt man deutlich, dass dieses Tourette-Syndrom schon in einem sehr hohen Stadium ist. Ja, so sehe ich das auch. Also dieses Stadium ist schon bei ihr anscheinend sehr weit ausgeprägt. Sie sehen sich diese Färbung im Gesicht an. Das ist unnormal, das ist halbmäßig. Sie sehen das vielleicht öfter in Kinofilmen, bei Hulk oder bei... Zombie-Film allgemein. Zombie-Film, sehr gut, ja. Und da können Sie diese Gesichtszüge sehr gut erkennen. Und Sie merken auch, dass dieses Tourette-Syndrom nicht ansteckend ist. Sonst hätte ich es ja auch. Aber, ja, quasi, nicht wahr? Quasi, ne? Ja, aber, quasi. Aber dieser Frau ist kaum zu helfen, auch von diesem Gewand, was sie trägt, ja, das tragen alle Patienten. Ja. Herr Dr. Paul, Sie schreien nach Ihnen, bitte geben Sie doch bitte Ihre Medikamente, ja, ich merke schon, sie gerät langsam außer Kontrolle, ja. Das kann ihr so nicht gut gehen. Ja, ich wäre dafür, dass wir jetzt mal irgendwie so eine Weste hier anziehen, ne, damit sie sich nicht mehr wehren kann in ihrem Wahn, ne, ziehen sie sich mal die Weste. Ja, trauen Sie das ihr denn zu, dass sie das auch selber alleine schafft? Alleine schafft sie es auf keinen Fall. Ich gebe ihr noch 5 Tage und dann kann sie Hochhäuser hochklettern, weil es dann zum vollständigen Hulk mutiert. Ja, das habe ich auch im Hulk gesehen, nicht wahr? Paul, Mann! Ja, sie rastet aus. Was wird sie als nächstes tun? Was denkt sie wohl? Die Welt ist gespannt. Was tut sie wohl als nächstes? Also sie versteckt sich. Sie schmeißt mit Sachen. Doch. Oh nein, das ist. Die Lage eskaliert! Oh nein! Oh mein Gott! Oh nein, wir müssen abbrechen! Du Scheiße zu mir! Bianca ungeschminkt, Teil 2. Die Lage hat sich beruhigt und alle Versammelten hier sind der Auffassung, dass es doch noch womöglich eine Rettung für diese junge Frau gibt. Ja, Bianca. Wir haben da mit Dr. Paul drüber gesprochen. Paul ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es tatsächlich einen Weg geben könnte, wie wir sie aus dieser Maskerade, aus ihrem Tourette-Syndrom befreien können. Und wir haben uns da eine kleine Therapie. Paul, würden Sie bitte Ihre Therapie... Komm. Ich nehme an, da gibt es gar keine Therapie. Das ist alles nur Schönrederei. Also,
sehr, sehr traurig. Wir wollen ja einfach Mut machen, vorher zu sagen, dass es keine Heilung gibt, wäre ja auch pädagogisch, seelisch nicht so gut. Ne? Ja, nicht wahr. Auch wenn sie sich dieses, wenn sie sich dieses Wesen angucken, sie ist schon so geschockt, dass sie sich warm anziehen muss, weil ihr kalt ist. Und diese filzigen Haare deuten auch eindeutig darauf hin, dass... Ja, ich würde sagen, filzig, sondern eher Stroh, ja. Ja, Stroh, ja. Herr Paul, wie sehen Sie das Ganze? Herr Dr. Paul, Ihr Statement bitte zu dieser Sachlage jetzt. Ich will nichts sagen. Ja, man sieht schon die Verzweiflung, ist ihm ins Gesicht geschrieben. Ja, Herr Dr. Paul, hatten Sie schon mal einen solchen schlimmen Fall? Oh nein, sie eskaliert wieder, oder? Setzen Sie sich, beruhigen Sie sich. Herr Dr. Paul, bitte geben Sie Ihr anständige Medikamente. Das ist Beruhigungszigarette. Die ist extra mit ganz viel. Ich wollte nur meine Hose runtermachen. Nein, bitte bleiben Sie jetzt. Sie wollte Ihre Hose runtermachen. Wir wollen hier keine Menschen sexuell gefährden, wenn Sie Ihre Hosen runtermachen. Ja. Sie müssen ruhig bleiben. Nein, bitte bleiben Sie sitzen. Bleiben Sie sitzen. Es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Ja. Wir sind Ihre Freunde. Und behandelnde Ärzte. Arzt. Ich war. Sind Sie müde? Ich bin müde. Haben Sie so lange an dem Fall bei ihr gearbeitet? Da geht's wohl, ja. Aber wie ist denn die Arbeit mit ihr? Verrückt ist das. Wieso verrückt? Ich weiß es nicht. Hatten Sie schon mal einen solchen Fall? Ja, nein. Das ist ja auch ein Extremfall. Ich meine, es ist noch nie jemand in ein solches Stadium gekommen, dass das Gesicht sich grünlich verfärbt und die Nase plötzlich so spitz wird und generell, generell eine hässliche Erscheinung. Ja. Sehen Sie sich dieses Wesen doch mal an. Irgendwie. Das geht auf zwei Beinen. Das ist auch... Ist meine Nase spitz? Oh Gott, ey, wie sie mich anguckt, das ist einfach nicht mehr schön. Also, jetzt mal ohne Scheiß, ist meine Nase spitz? Wir müssen Ihnen leider sagen, Sie haben eine sehr spitze Nase. Sehr spitz. Sehr spitz, damit können Sie Leute töten. Ja, haben Sie eigentlich einen Waffenschein für Ihre spitze Nase? Haben Sie einen Waffenschein für Ihre spitze Nase? Ja. Können Sie uns die mal zeigen? Was war das für ein Geräusch? Habe ich das gehört? Ich glaube, da ist irgendwie was kaputt gegangen. Ich glaube, das war ein Neckbreaker. Ja. Ich glaube, der Nick ist gerade gebrochen. Kann ich mal gucken? Das kommt vom Tourette-Syndrom. Nein! Mann, hör mal auf! Also, sie eskaliert wieder. Das ist unglaublich. Entspannen Sie sich, ziehen Sie nochmal. Ja. Ich möchte jetzt da drüben hingehen. Gib mir den Stuhl. Oh, sie eskaliert schon wieder. Oh nein. Oh nein, oh nein. Oh nein. Oh nein. Kommen Sie zurück. Nein. Dr. Paul ist müde, Teil 1. Ja, die Verzweiflung hat ihn zugrunde gerichtet. Paul, fühlen Sie sich in Ihrer Lage als Doktor überfordert? Ja. Paul, wollen Sie Urlaub? Lass mich in Ruhe. Weißt du noch früher an der Universität, immer wenn du zwischendurch etwas Hunger hattest, habe ich dir Blennies gemacht? Bilminis. Irgendwie so. Yeah. Hey Leute, hallo! Und viel Sahne. Die waren furchtbar, oder? Die waren grauenhaft. Ja. Dr. Paul, haben Sie die spitze Nase behoben? Jetzt mach das auf. Oh nein, Bianca ist schon wieder eskaliert! Oh nein! Ah!